Moin, das ist meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz. Letztes Mal stehen geblieben bei dieser Ollentroller. Und wir probieren gleich mit einer neuen Attacke. Grasmixer. Wow. Okay. Down. Dusselgu. Mrrr. Windstoß. Windstoß erneut. Ja, bloß ich habe eine Siegelbeere. Schmach über dich. Jorkliff ein, haben wir auch noch nie gesehen. Grasmixer. Nein, hat verfehlt. Wie kannst du nur so happy voll? Snake. Juhu. Ach, das war's schon. Hier gibt es hier noch eine Siedelbeere erhalten. Wenn man ein Pokémon durch dick und dünn geht, wird das eine ganz andere Beziehung zu dir aufbauen, die ich genau verstehe. Gut, dann machen wir es hier Trank einsetzen. Gehen wir dem erstmal. Oh. Was zum... Nein, das Spiel hat mich verarscht. So, Serpy voll wieder aufgerüstet. Ja, ist immer ein bisschen nervig, das immer so hin und her zu machen. So. Plup. Na ja, zwei. Tausend Dank, ich meine, ihr seid genial, Till. Zu zweit habt ihr das Pokémon zurückgebracht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, Freunde für euch zu haben. Ich bin so unglaublich dankbar. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Heil! Ball. Ah, der Heilball. Wenn du damit einfach umfängst, werden seine KP wieder vollständig aufgefüllt. Also dann, ich bring das Mädchen nach Hause. Bis später, Till. Tschüss. Ich möchte in die nächste Stadt. Training nehmen wir mit. Ich hoffe, wir entwickeln uns jetzt noch in diesem Part. Ui, neues Pokémon, Elisepa. Elisepa. Ein Pokémon, das wir noch nicht 10 Parts davor schon gesehen haben. Wow! Das wird's Durchhaltevermögen. Respekt. Items, der braucht das schon. Tee, halt! Siehst du dieses dunkle hohe Gras dort? Ab und zu kommt es vor, dass man dort auf zwei gleichzeitig stößt. Seither bist du das, wenn du dich dunkle hohe Gras begibst. Also, ich mache mit dem Sependentra City was aus. Keine Ahnung. Komm schon, Doppelkampf. Oh, Dusselgur. Schade. Dusselgur. Ja, ich bin geflüchtet. Tschüss. Hey. Je nach Strategie des Trainers können auch untrainierte Pokémon im Kampf ihre Stärke zur Schau stellen. Ah, ich laufe langsam warm mit dieser Kopf-Mund-Kombination. Oh nein.
Das ist ein Flug-Pokémon. Das ist kacke. Jetzt muss ich das wieder die ganze Zeit tackeln. Oh, bin ich froh, wenn ich schon mein erstes Teammitglied habe. Mann, bin ich da froh, wenn ich mein erstes Teammitglied habe. Oh, scheiße, es fehlt ein Aufwindstoß. Naja, ich habe eine Sinelbeere. Los, komm schon, Snake. Ja, ich habe immer an dich geglaubt. Jo. Na, nur Snake entwickelt sich. Die Entwicklung haben sie leider ein bisschen scheiße gemacht. Das erinnert mich jetzt mehr an Digimon, finde ich. Oder jetzt sieht man auch, dass Pokémon bloß Daten sind, so wie die das sagen. Infoserb. Bam, wir haben einen Teamkameraden. Das Gelände wirklich zum meisten muss man auch anwenden. Keine Ahnung. Seagear. Gudrun. Lustig. Und wieder ein Pokémon, was wir in diesem Let's Play noch nie gesehen haben. Ein komplett neues Nagelotz. Oder Nagelotzt. Hab ich jetzt wieder krass mit sein, jetzt noch nicht dumm. Ja. Boah, das ist mir aber gegeben. So, mit Tackle ist es auch ganz schnell tot. Item. Trainer. Soweit ich weiß, hat der das erste Steinpokémon, das man hier so finden kann. Alpen. Dusburg. Das ist jetzt natürlich kacke. Dann müssen wir nämlich auf Sodamak wechseln. Hoffen wir, Sodamak macht jetzt seine Arbeit auch gut. Schon überlebt, Sodamak. Ja, Sodamak, FTW. Wie viel halt das? 50. Dusselgur, steckst dir. Ja, es ist tot. Kiesling. Juhu. Kiesling. Hi. Robustheit, Kiesling wirkt. Jetzt so Volltreffer und One-Hit-Knockout und so ein Scheiß jetzt. Kiesling besiegt. Jetzt haben wir die ganzen Schulkinder hier auch auseinandergenommen.
5. März. Serpenda City Sonic Route 3 Sonic. Orion City Sonic. Junger Trainer aus Aventne steigt über Mike, Colin und Benny. Die Arena leite ich von Orion City. Das wäre dann wir. Das größte Einkaufszentrum in ganz Einheim. Kaufhaus 9. So, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, Leute. Bis dann. Adios.